Ich weiß, an dieser Stelle wäre es dem einen oder anderen doch viel lieber gewesen, heute Abend Shimizu-san und Mano-chan zu sehen. Diesen Abend meine ich natürlich auf japanische Zeit bezogen, denn eigentlich bin ich mittwochs abends ja immer an der Tokio Börse und dort im Studio. Da ich aber immer noch krank und danieder bin, werde ich Ihnen heute einfach nur den Chart zeigen, ohne Sie mit irgendwelchen alten, kränkelnden Menschen zu nerven und leider eben auch ohne die beiden. Aber wollen wir gleich mal auf den Chart gucken, nämlich einerseits zwei wichtige Themen, die heute vielleicht ganz relevant noch werden. Das ist der Dow Jones im Tageschart und wir sehen, wie relevant eventuell das aktuelle Verhältnis hier noch wird, denn wir sind hier ziemlich passt dran, hier im Index allerdings gemessen an der letzten Zwischentiefmarke. Das ist deshalb im Index sinnvoller als im Future oder auf CFD-Basis, weil die ja immer den Zeitwert mit reinnehmen. Der Index allerdings, naja, kontinuierlich eben läuft und deshalb ist das tatsächlich eine wichtige Marke. Die liegt zumindest hier bei mir bei 24.065. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt da ein bisschen drüber gehen darf. Wir hätten noch so ein bisschen eine Notlösung, hier eine Noterklärung. Wir müssen aber damit rechnen, je mehr wir da in die Überschneidung kommen, desto mehr wird das Argument aufkommen. Ja, vorsichtig, wir sind doch da schon drüber gelaufen. Das ist auch der Grund, warum der Markt hier so eindreht. Wir haben das ja schon mehrmals angesprochen. Jetzt wird das Ganze allerdings relevant. Also, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema heute. Wie geht man damit idealerweise um? Der Markt hat bis jetzt eigentlich schon immer mal wieder ganz gute Ambitionen nach oben gezeigt, aber Vorsicht, ich will da noch niemanden in die Bullenfalle locken, denn wir sind schon mehrmals hier altes Hoch, der Kurs runter, neues Hoch, Kurs runter, neues Hoch, Kurs runter. Jetzt sind wir wieder gerade eben in den letzten Minuten hier 15 Minuten Chart, für die, die es nicht erkennen können, beim Dow Jones Future. Allerdings, der CFD verläuft da in dem Fall ja ähnlich. Und das kann dazu führen, dass der Markt dann nachher dann doch nochmal wieder runtergeht. Deshalb aus meiner Sicht noch schicker, wenn der Markt wackelig jetzt nach unten käme, um dann vielleicht in die Long-Situation reinzukommen. Wie das Ganze konkret aussehen kann, das zeige ich Ihnen mal am Euro gegen US-Dollar. Wir sehen das hier oben. Euro gegen US-Dollar. Das ist 5-Minuten-Chart. Und da haben wir eine interessante Situation. Hier hinten geht der Markt gerade relativ steil runter und wackelig nach oben. Und ich rede ja gerne von so einer Zwischentieflösung. Was ist denn das Zwischentief? Das ist nicht das Zwischentief, das ist das letzte Tief. Ein Zwischentief, das hier wohl markanteste, das ist dieses hier. Das heißt, ich würde die Shortseite mit Erwartung, dass vielleicht sowas wie diese Bewegung hier nochmal dran kommt, aber zumindest mal eine Fortsetzung nach unten. Es muss nicht unbedingt das Gleiche nochmal kommen, aber zumindest die Fortsetzung nochmal, die ist relativ groß, weil stark nach unten, wackelig nach oben eigentlich immer für die Richtungsfortsetzung spricht, insbesondere wenn das Ganze bestätigt wird. Jetzt gibt es dafür verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Ich gehe da mal ein bisschen dichter rein in den Chart, machen wir es so, dass es gut erkennbar ist. Und dann das letzte Zwischentief, was auffällig ist, das ist diese Marke hier. Wenn der Markt hier durchgeht, ist das mit Sicherheit ein sinnvoller Trigger, um hier auf die Short-Seite zu gehen. Geht er nach oben raus, okay, touché, dann hat es nicht sollen sein. Aber wenn der Markt hier drunter geht, wäre das ein klassischer Trigger für die Short-Seite. Ich will niemanden dazu ermuntern, es nachzutun, ohne es zu verstehen, ohne es abzuprüfen, ob es für einen selber passt. Aber ein klassischer Trigger wäre es auf jeden Fall. Man kann natürlich ein bisschen aggressiver vorgehen, dass man hier auf kleinere Ebene Zwischentief noch sucht. Das hat den Vorteil, dass man natürlich höher reinkommt, in dem Fall auf der Short-Seite, also etwas dichter ran an dem Wendepunkt oben. Allerdings wirkt sich das in der Regel negativ auf die Trefferquote aus. Das muss man ein bisschen abwägen, was da für einen sinnvoller ist. Aktivere Händler, die gehen lieber ein bisschen höher rein, weil sie es notfalls zwei, dreimal versuchen müssen, haben dann aber ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Etwas passivere Trader, die würden wahrscheinlich eher diesen hier suchen. Da haben sie eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dann auch läuft. Allerdings eine etwas schlechtere Chance-Risiko-Relation. So, in diesem Sinne lasse ich Sie jetzt erstmal allein. Sie haben vielleicht ein paar Ideen davon mitgenommen. Ansonsten Trade des Tages sowieso ja immer wieder gut für eine Idee. Ich hoffe auch für Sie hin und wieder. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind und wünsche Ihnen für heute alles Gute.